Der Vortrag heute ist eigentlich der fünfte Vortrag in einer Reihe mit das Hauptthema Mythos und Wirklichkeit. Und der Titel von meinem Vortrag heute ist Mythen unserer Zeiten. Wir haben in dieser Reihe das Wort Mythe eigentlich in unterschiedliche Weisen benutzt. Es hat mehrere Bedeutungen. Eine Bedeutung zum Beispiel ist, dass ein Mythe eine Art von Geschichte ist, die auf unbewusste, eventuell höhere Wahrheiten hinweist. Ja, also Geschichte deutet etwas an, was hinter dieser Geschichte steht. Hat eine bestimmte Symbolik, hat eine bestimmte höhere Bedeutung, womit man durch diese Mythen in Kontakt kommen kann. Es gibt solche Mythen zum Beispiel wie die Mythe des Heiligen Grals oder die Tristan und die Isolde Mythe. Mythen, die tiefe Bedeutung haben. Die andere Bedeutung von Mythe ist, Mythe als eine Art von Vorstellung, woran viele Menschen glauben, aber die offensichtlich nur eine Illusion ist. Ja? Das ist, wenn wir sagen, ja, ach, das ist nur eine Mythe. Ja? Also etwas, was nicht stimmt, was nur eine bestimmte Vorstellung ist. Und ich möchte heute das Wort Mythe gerade in diesem Sinn, vor allem in diesem Sinn benutzen. Also Mythen unserer Zeit, eher in der Bedeutung von Illusionen unserer Zeit, ja, Vorstellungen, die nicht stimmen. Ein Vortrag über dieses Thema zu halten, ist ein bisschen gefährlich. Ja. Nicht viele Menschen werden gerne an ihren Illusionen erinnert. Ja. Wenn sie überhaupt bereit sind, einzugestehen, dass manche Vorstellungen, die sie haben, diese Illusionen sind. Und ich hoffe, dass es mir heute gelingt, unsere Illusionen, auch meine eigenen Illusionen, so darzustellen, dass wir uns zwar angesprochen fühlen, aber nicht abgeschreckt fühlen. Ich hoffe, dass dieser Vortrag einfach Ihnen Gedanken gibt, worüber Sie selbst nachdenken können und Ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Wenn ich diesen Vortrag vorbereitet habe, habe ich gemerkt, dass es zahllose Mythen gibt in unserer Gesellschaft, zahllose Vorstellungen, zahllose Arten von Glauben, die Menschen haben. Manche von diesen Vorstellungen sind zeitlos, die sind immer da gewesen und werden immer da sein. Und andere sind vielleicht eher mit einer bestimmten Zeitperiode verbunden. Ich werde erstmal so einige von diesen Vorstellungen ganz flüchtig erwähnen, nicht sehr tief rein darauf eingehen. Und dann werde ich so etwa vier Mythen oder Gruppen von Mythen, Bereiche von Mythen nehmen und da tiefer drauf eingehen. So ist mal ein paar von diesen zeitlosen Mythen. Ja, Mythen, Vorstellungen, die im Bewusstsein des Menschen sind und immer da gewesen sind. Sie sind eingebettet in unserem Bewusstsein. Und davon möchte ich ein Beispiel geben. Und um jetzt auch die Verbindung mit dem Buddhismus mal zu machen, will ich eine Geschichte aus dem Leben des Buddha erzählen, die diese Art von Mythen rausbringt. Eigentlich drei Mythen, die es gibt. Und die Geschichte findet statt im Leben von Buddha eigentlich vor er erleuchtet war. Ja? Wenn er noch Siddhartha Gautama hieß und auf der Suche war nach Wahrheit. Die Geschichte handelt von den vier Ausfahrten, wovon ich nur drei erwähnen werde, weil darum geht es um diese drei, die drei unterschiedliche Mythen zum Ausdruck bringen. Und ich werde diese Geschichte vorlesen, das kommt aus dem Buch Legenden vom Leben des Buddha. Die Geschichten sind ja auch ein bisschen legendenmäßig, ein bisschen märchenmäßig erzählt, aber ich glaube, dass sie einen guten Eindruck geben werden von diesen drei Mythen. Als nun der Bodhisattva, also Bodhisattva ist hier ein Titel von dem Buddha, vor er erleuchtet war. Als nun der Bodhisattva durch das östliche Stadttor in die Parkanlagen hinausfuhr, seine Zähne zeigten Lücken, Runzeln überdeckten den Körper und seine Haare waren ergraut. Dazu war er krumm und schief wie ein Dachgestühl, geknickt, auf den Stock angewiesen, leidend. Die Kraft der Jugend war von ihm geflohen und aus seiner Kehle kamen nur noch krächzende Laute. Sein Körper hing nach vorn über. Dazu stützte er sich auf einen Stab und zitterte an allen Körperteilen und Gliedern. Als der Bodhisattva diesen bemerkte, sprach er zu seinem Wagenlenker: Was ist mit diesem schwachen, kraftlosen Mann,
der ganz aus dürrem Fleisch und verdorrtem Blut, aus Haut und Sehnen zusammengesetzt scheint, der weißen Haares, voller Lücken in den Zähnen, abgemagert und auf einen Stock gestützt, mühsam und strauchelnd daherkommt. Der Wagenlenker antwortete, Dies ist, o Herr, ein Mann, den das Alter überwältigt hat, dessen Sinnenvermögen nachlassen, der Qualen leidet und dessen Kraft und Stärke hin ist, verachtet von seinen Verwandten, ohne jemanden, der ihn unterstützt, körperlich unfähig, ließ man ihn im Walde zurück, wie man ein wertloses Stück Holz fortschleudert. Da sprach der Bodhisattva, sage mir treulich, sind dies Eigenschaften, die nur in seiner Familie erblich sind? Oder ereilt dieser Zustand auch alle andere Wesen? Sag mir schnell, wie es sich damit verhält. Hören will ich, wie es in Wahrheit darum steht, und dann von Grund auf darüber nachdenken. Der Wagenlenker antwortete, O Herr, das Alter ist keine Eigenschaft einer bestimmten Familie oder eines besonderen Landes. Nein, es vernichtet die Jugend jeglichen Geschöpfes. Auch deine Eltern, Verwandten und Angehörigen wird es nicht verschonen. Es gibt keinen Ausweg für irgendjemand. Und der Bodhisattva sprach, Oh, wie jämmerlich, Wagenlenker, ist es dann bestellt um die Einsicht der Wesen, der Unerleuchteten, Törichten, die da infolge ihrer Jugend von Übermut trunken, das Alter nicht sehen. Wende schnell den Wagen, ich will wieder nach Hause zurückkehren. Was sollen mir Spiele und Liebesvergnügungen, wenn das Alter auch von mir Besitz ergreift? Damit wandte der Bodhisattva den Wagen und kehrte in die Stadt zurück. Ein andermal zog der Bodhisattva mit großem Gepränge durch das südliche Stadttor in die Parkanlagen hinaus. Und er sah auf dem Wege einen Mann, der von Krankheiten befallen war. Gemartert, von Leibschmerzen überwältigt, lag er ohne Hilfe und Schutz da. Geschwächten Leibes versank er in seinen eigenen Exkrementen und konnte nur mit Mühe atmen. Als der Bodhisattva ihn sah, fragte er den Wagenlenker, Was ist, Wagenlenker, mit diesem Mann, der da mit blassen Gliedern, zerrütteten Organen, mühsam atmend, mit vertrockneten Gliedmaßen und aufgetriebenem Leib, von Beschwerden gepeinigt, in seinen eigenen ekelerregenden Exkrementen liegt? Der Wagenlenker antwortete, Dies, o Herr, ist ein Sicher, der dem Tode nahe unter den schrecklichen eigener Krankheit leidet. Der Glanz der Gesundheit ist von ihm gewichen. Seine Kraft ist dahin. Er findet nirgends Rettung und Schutz und ist ohne einen Freund. Das sprach der Bodhisattva. So ist ja die Gesundheit wesenlos wie ein Traumspiel und furchtbar erweisen sich die Schrecken der Krankheit. Welcher Wissende könnte, nachdem er den wahren Sachverhalt erkennt hat, noch Freude an Liebesspielen oder Empfindung für Schönheit haben? Damit wandte der Bodhisattva den Wagen und kehrte in die Stadt zurück. Zu wieder einer anderen Zeit zog der Bodhisattva mit großem Pomp zum westlichen Tor der Stadt hinaus, um die Parkanlagen zu besuchen. Und da sah er, wie man einen Toten dahertrug, dessen Leichnam auf ein Tragbett gelegt und mit einem Gewande überdeckt war. Viele Verwandte gaben ihm das Geleit, und alle weinten, schrien und klagten. Mit aufgelösten Haaren, das Haupt mit Staub bedeckt, zogen sie hinterher, schlugen sie die Brust und jammerten. Da fragte der Bodhisattva wiederum den Wagenlenker, Was ist, Wagenlenker, mit diesem Mann, den man dort auf einem Bette trägt? Und wer sind jene, die ihre Haare raufen, Staub auf ihre Haupt werfen, sich die Brust schlagen und Klagelaute aller Art ausstoßen? Der Wagenlenker antwortete, Diesen Mann, o Herr, hat der Tod von hier abgerufen. Er wird seine Eltern, Kinder und Frauen nicht mehr sehen. Sie alle und die Schar der Freunde und Verwandten musste er verlassen und hat eine andere Welt erreicht. Nie wieder wird er seine Angehörigen sehen. Das brachte Bodhisattva, O Jammer über eine Jugend, die das Alter ereilt. O Jammer über eine Gesundheit, die Krankheiten aller Art vernichtet. Elend ist ein Leben, das nicht ewig währt, für den Weisen. Ein Elend, das Hängen an den Lüsten
ein Elend, das Hängen an den Lüsten für den Verständigen. O, wenn es doch die aller Körperlichkeit notwendig begleitenden Übel von Alter, Krankheit, Tod und das mächtige Leiden nicht gäbe. Es scheinen denn Alter, Krankheit und Tod auf ewig in unvermeidlicher Folge? Wohlan, ich will umkehren und über die Befreiung davon nachsehen. Damit wandte der Bodhisattva den Wagen und kehrte wieder in die Stadt zurück. Also diese Geschichte, die legendemäßig erzählt ist, zeigt, dass Siddhartha in seinem spirituellen Weg drei Illusionen durchschaut hat. Erstmal die Illusion der Ewigkeit des Jugends. Das ist die Illusion, die wir haben, dass wir denken, es gibt kein Alter für mich. Ja? Alter gibt es nur für andere Menschen. Ich bleibe immer jung. Eine Illusion, die wir alle haben, wenn wir jung sind. Wenn wir älter werden, merken wir, das stimmt nicht so genau. Aber solange wir noch jung sind, dann glauben wir erstmal, dass das ewig dauern wird. Ja? Wir haben keine Ahnung, keine Offenheit dafür, dass die Jugend nicht bleibt. Die zweite Illusion ist die Illusion der Zuverlässigkeit der Gesundheit. Wenn wir gesund sind, denken wir, es gibt keine Krankheit. Andere Menschen werden wir vielleicht krank, ja, aber ich nicht, ich bin gesund. Ja. Und wenn es nun dann uns mal trifft und wir werden krank, dann merken wir plötzlich, ja, wie gut es war, gesund zu sein. Und wenn wir dann wieder gesund werden, dann denken wir, diese Gesundheit ist so schön, ich schätze es so sehr. Aber nach ein paar Tagen haben wir es wieder vergessen und finden wir das alles ganz normal und denken wir, dass wir immer gesund bleiben werden und niemals krank. Dann die dritte Illusion ist die Illusion der Sicherheit des ewigen Lebens. Ja? Wir denken, andere Menschen sterben, ich nicht. Ja? Das denken wir nicht intellektuell, aber das denken wir hier mit dem Herzen. Wir glauben wirklich, dass der Tod für uns nicht kommen wird. Das kommt nur für andere. Wir werden ewig leben. Ja? So leben wir jedenfalls. Die Art und Weise, worauf wir leben, ist, als ob es ewig dauern wird. Aber die Tatsache ist, dass wir alle zum Tode verurteilt sind. Ja? Die einzige Sache ist, wir wissen nicht, wann es kommt. Ja? Aber es wird irgendwann kommen. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video gesehen von einer Frau, die so etwa 40 Jahre alt ist. Und sie hat Krebs und sie weiß, dass sie bald sterben wird. Und in diesem Interview erzählt sie über ihre Erfahrung damit, dass sie weiß, dass sie sterben wird. Und am Ende sagt sie, dass sie gerne eine Nachricht geben möchte an den Leuten, die zuschauen. Und sie sagt, lebe, als ob du jedes Augenblick sterben kannst. Weil das ist die einzige Art zu leben. Wenn du einfach lebst und denkst, dass du ewig leben wirst, dann lebst du nur halb. Ja, das sind so ein paar Mythen, die zeitlos sind. Das war vor 2500 Jahren so, wenn der Buddha gelebt hat. Aber das ist jetzt noch so. Und es wird in 2500 Jahren wahrscheinlich auch noch so sein, dass wir solche Vorstellungen haben. Ja, wir werden immer jung bleiben, immer gesund bleiben und niemals sterben. Das ist sozusagen in unser Bewusstsein eingebettet. Es gibt auch Mythen, die mehr so abhängig sind von der Zeit, worin wir leben. Ja, Mythen, die von einem bestimmten Zeitgeist bedingt sind. Und da gibt es auch wieder viele, viele, viele Möglichkeiten. Ich möchte nur zwei Kategorien erwähnen. Religiöse Mythen und politische Mythen. Es gibt religiöse Mythen. Ja. Mythen, die manchmal sehr alt sind, aber in der letzten Zeit offensichtlich ihren Wert verloren haben. Es gibt zum Beispiel die Mythe, dass Gott die Welt und alle Lebewesen geschaffen hat. Das ist eine Mythe, die jetzt nur noch wenige wirklich glauben. Eine Mythe, die an alle theologischen Religionen zugrunde liegt. Aber diese Mythe hat seine Zeit gehabt. Das Glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat, hat keine Kraft mehr. So eine andere, mehr so eine orthodox-katholische Mythe, die ich vor allem auch aus meiner Jugendzeit stark erinnere, ist die Mythe, dass Christ Gottes Sohn ist und seine Mutter war eine Jungfrau. Ich glaube, meine Eltern haben es wirklich geglaubt. Und ich habe es als Kind auch noch geglaubt. Und jetzt ist mir klar, es ist einfach eine Mythe. Es ist eine Illusion. Aber es gibt auch moderne religiöse Mythen. Ja? Die modernen religiösen Mythen zum Beispiel sind,
Alles ist eins. Ja, das höre ich oft. Alles ist eins. Das ist eine sehr nebelige Vorstellung von einem spirituellen Prinzip, und das ist das Prinzip der Non-Dualität. Aber dieses Prinzip wird nicht verstanden, glaube ich, jedenfalls. Man sagt einfach, alles ist eins, weil das macht alles so harmonisch. Ja? Aber es hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Andere moderne Mythe ist, alle Religionen führen zum gleichen Ziel. Also buddhistische Erleuchtung, christliche Erlösung, die hinduistische Vereinigung mit Brahma, das sind alle gleiche Erfahrungen. Es gibt keinen Unterschied. Auch das ist eine Illusion. Es gibt Unterschiede. Ich glaube, der Grund für diese Mythe ist die Verweigerung, sich wirklich mit diesen unterschiedlichen Sachen auseinanderzusetzen. Es kommt aus der Absicht, dass man einfach seinen eigenen Weg weiter folgen möchte und nicht über andere Sachen nachdenken. Wenn man sagt, ja, ich glaube an die christliche Erlösung und das ist eigentlich das Gleiche als buddhistische Erleuchtung, dann braucht man nicht mehr nachzudenken. Kann man einfach weitermachen. Ja? Oder wenn man sagt, ich glaube an buddhistische Erleuchtung, aber es ist eigentlich das Gleiche als christliche Erlösung, auch dann. Ja, ist einfach eine Weise, um nur das weiterzumachen, was man macht, ohne nachzudenken. Also eine Verweigerung, um Klarheit zu schaffen. Dann gibt es diese New Age Mythe. Die New Age Mythe glaubt, dass jetzt eine neue Zeit angefangen hat, worin spirituelle Entwicklung automatisch stattfindet. Man braucht nichts dafür zu tun. Alle Menschen sind einfach in eine Welle von spiritueller Entwicklung reingekommen. Und ja, wie gesagt, das geht automatisch und im nächsten Leben werden wir automatisch weiterentwickelt sein als in diesem Leben. Es gibt immer Fortschritt, es gibt keinen Rückfall. Und auch dieses Glauben ist eine Mythe, es ist eine Illusion. Auch eine Illusion, die entsteht, weil die Leute, die dieses Glauben vertreten, mein Eindruck ist, dass die sich selbst eine Möglichkeit schaffen, sich als spirituell zu bezeichnen, ohne sich wirklich spirituell zu bemühen. Wenn alles automatisch geht, naja, warum soll man sich dann groß bemühen? Es wird einfach stattfinden. Aber das ist nicht im Einklang mit der Wirklichkeit. Spiritueller Fortschritt kann nur stattfinden, wenn man sich auch spirituell bemüht, wenn man spirituell praktiziert. Dann gibt es die politischen Mythen. Ein paar möchte ich erwähnen, Mythen wie Kapitalismus, Sozialismus und Kommunismus. Das sind Arten von Vorstellungen. Kapitalismus ist die Vorstellung, dass Geld uns besitzt, uns glücklich macht. Sozialismus ist die Vorstellung, dass gerechte soziale Verhältnisse glücklich machen. Und Kommunismus die Vorstellung, dass gleichmäßige Verteilung der Besitztümer glücklich machen. Es kann gut sein, dass etwas da drin ist, aber es sind nur Mythen, wenn wir glauben, dass es wirklich absolut so stimmt, dass wenn wir nur Geld haben, dass wir dann glücklich sind. Oder wenn nur die sozialen Verhältnisse richtig sind, dass wir dann glücklich sind. Und auch diese Mythen haben in den letzten Jahrzehnten viel von ihrer Glaubwürdigkeit verloren. Vielleicht hat das Kapitalismus sich am meisten durchgesetzt, aber auch das hat an Glaubwürdigkeit verloren. Wir glauben nicht wirklich mehr, dass Besitz uns glücklich macht. Vielleicht kann man sagen, dass diese drei Ismen sich jetzt ersetzt haben durch Materialismus, ein weltweites Materialismus. Aber ich würde nicht sagen, das ist eine Mythe, es ist eine Massenneurose. Dann gibt es moderne politische Mythen. Die Mythe vom radikalen Feminismus. Gleichberechtigung der Frauen ist die Lösung aller gesellschaftlichen Probleme. Es ist eine Mythe. Es kann möglicherweise bestimmte gesellschaftliche Probleme lösen, aber nicht alle. Die Mythe von politischen Korrektheit. Das Glauben, dass manche Ansichten korrekt sind und manche sind nicht korrekt. Und wenn man nicht korrekte Ansichten hat, sollte man verfolgt werden. Die moderne Form von Hexenjagd. Gut, das war so eine relativ flüchtige Erwähnung von einigen Mythen unserer Zeit. Ich möchte jetzt in vier bestimmte Bereiche reingehen. Und das ist erstmal die Mythe des glücklichen Lebens, dann die Mythe der Entwicklung,
Dann eine Gruppe von Mythen, die alle zu den romantischen Mythen gehört, und die Mythe der Gleichberechtigung. Erstmal die Mythe des glücklichen Lebens. Diese Mythe ist das Glauben, dass dass das Ziel des Lebens ist, glücklich zu werden. Und wir glauben, dass das Leben uns glücklich machen wird, oder jedenfalls, dass es uns glücklich machen sollte. Das ist eine typische Mythe vom 20. Jahrhundert. In früheren Jahrhunderten hat man dieses Ziel nicht gehabt. Das Ziel des Lebens war, eine glückliche Existenz im Leben nach dem Tod zu erwerben. Ja? Es gab dieses Konzept vom Himmel und Hölle und Fegefeuer und so weiter. Und das Ziel war, in den Himmel zu kommen. Und die Hölle zu vermeiden. Oder jedenfalls, nicht viel weiter zu kommen als das Fegefeuer und von dort dann doch in diesen Himmel reinzukommen. Also man hat sich damit beschäftigt, was man nach dem Tod erreichen will und nicht das Glück, was man in diesem Leben erreichen könnte. Aber in diesem Jahrhundert ist dieser Glaube an Himmel und Hölle ist in Diskredit geraten. Und jetzt spielt man vielmehr auch sicher. Ja? Wenn ich nicht weiß, was nach dem Tod passiert, soll ich jedenfalls dafür sorgen, dass ich hier und jetzt eine gute Zeit habe. Eigentlich kann man drei Phasen in diese Mythe unterscheiden. Und die Phasen, die verteilen sich über die Lebenszeit. Erstmal die Phasen von unserer Kindheit. Das Kind findet es völlig selbstverständlich, glücklich zu sein. Wenn es nicht glücklich ist, heult es. Ja, und will es alles anders haben. Dann der Adoleszent, er realisiert sich, dass das Leben nicht natürlich oder nicht automatisch glücklich ist. Ja, er realisiert sich, dass es oft unglücklich ist, dass es oft Leiden in sich hat. Und der Adoleszent leidet unheimlich unter dieser Realisierung. Ja, die Tatsache, dass das Leben nicht natürlich glücklich ist, aber er ihn mit Leiden konfrontiert, macht ihm sehr viel Leid, und deshalb ist die Pubertät auch so eine wichtige Zeit für junge Leute. Und dann der Erwachsene. Der Erwachsene weiß schon, dass das Leben nicht immer Glück bringt, aber er glaubt, dass er eine bestimmte Macht hat, sich selbst das Leben glücklich zu machen. Und er versucht, sich das Glück zu erwerben, indem er versucht, das zu kriegen, was seiner Vorstellung von Glück entspricht. Jetzt hat er zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass er einfach rücksichtsvoll ist und versucht, sein Ziel auf ethisch verantwortliche Weise zu erreichen. Oder ist absolut rücksichtslos und versucht, seine Ziele zu jedem Preis zu erreichen. Und das bedeutet im Allgemeinen auf Kosten von anderen. Aber diese Verhaltensweisen beruhen jedenfalls auf die Tatsache, dass man glaubt, dass glücklich sein das Ziel des Lebens ist. Und diese Mythe findet seinen Ursprung in der Tatsache, dass wir hier im Westen keine oder nur wenig Ahnung haben vom Karma-Gesetz. Das Karma-Gesetz sagt, dass alles, was wir tun, Folgen hat. Und wenn wir Taten tun, die heilsam sind, das bedeutet, die anderen Menschen keinen Schaden bringen und selbst keinen Schaden bringen, dann werden wir glücklicher. Wenn wir Taten tun, die anderen Menschen Schaden bringen, weil wir nur etwas für uns selbst wollen, dann werden wir unglücklicher. Also glücklich sein oder unglücklich sein hat nichts damit zu tun, was man hat, ja, was man erreicht hat, aber hat mit einer Einstellung zu tun und wie man handelt, hat mit unserer Ethik zu tun. Wenn wir ethisch sind, dann wird das dazu führen, dass wir glücklicher werden. Wenn wir unethisch sind, dass wir weniger glücklich werden. Die meisten Ziele, die die Menschen sich setzen, um glücklicher zu werden, sind in sich selbst auch wieder Mythen. Ja? Die Mythe zum Beispiel, dass Reichtum glücklicher macht, dass Sex glücklicher macht, dass eine gute Karriere glücklicher macht, dass Ruhm glücklicher macht, dass Vergnügen glücklicher macht und so weiter und so weiter. Unsere Erfahrung zeigt, dass das oft nicht so ist. Aber dennoch machen wir oft in diesem Art und Weise weiter. Es gibt eine alte buddhistische Formulierung, die diese Art von Elementen zusammenfasst, als die acht weltlichen Winde. Ja? Das sind Winde, die uns hin und her wehen.
die bestimmen, was wir tun, weil wir etwas erwarten von diesen Winden. Ja? Und diese Winde sind Vergnügen und Schmerz, Gewinn und Verlust, Lob und Tadel und Ruhm und Schande. Ja? Also es sind immer Paare. Ja? Das eine wollen wir haben, das andere wollen wir nicht haben. Ja? Vergnügen wollen wir haben, Schmerz wollen wir nicht haben. Gewinn wollen wir haben, Verlust nicht und so weiter. Lob und Tadel, Ruhm und Schande. Wir streben Vergnügen, Gewinn, Lob und Ruhm an, weil wir glauben, dass wir glücklich sein werden, wenn wir sie erreichen. Und wir versuchen krampfhaft Schmerz, Verlust, Tadel und Schande zu vermeiden, weil wir glauben, dass wir unglücklich sein werden, wenn sie uns passieren. Glück und Unglück sind aber nicht das Ergebnis von dem, was uns passiert, sondern das Ergebnis von der Geisteshaltung, womit wir unsere Erfahrungen entgegennehmen. Und Buddhismus sagt, dass ja, das Ziel unseres Lebens ist eher nicht zu versuchen, glücklich oder unglücklich zu werden, aber an diese Geisteshaltung zu arbeiten. Unsere Geisteshaltung, unser Bewusstsein zu entwickeln, Weisheit zu erlangen. Und wenn wir Weisheit haben, wird das als Nebeneffekt haben, dass wir glücklicher werden. Aber das ist nicht das Ziel in sich selbst. Ja, das war dann die Mythe des glücklichen Lebens. Die zweite Mythe, worauf ich eingehen will, ist die Mythe der Entwicklung oder der weltlichen Entwicklung. Die Idee, dass Fortschritt sein muss, ja, und dass Fortschritt immer gut ist. Fortschritt zum Beispiel in technologische Bereiche. Die Wissenschaften haben eine Art von Monopolie. Alles, was die Wissenschaften produzieren, soll gut sein, soll uns weiterbringen. Alle technologische Fortschritte sollen gut für uns sein. Es gibt zum Beispiel große Fortschritte in der Kommunikationstechnologie. Es hat in den letzten 20, 30 Jahren diese unheimliche Entwicklung von Computern gegeben, was unheimlich viel ermöglicht. Es hat die Entwicklung von unseren Medien gegeben. Jetzt wissen wir in jedem Augenblick, was überall über die Welt passiert. Entwicklungen, die sehr nützliche Möglichkeiten haben, aber auch Seiten haben, die, wovon man wirklich sich fragen kann, bringt uns das als Menschheit weiter? Es gibt Entwicklungen in der Biotechnologie, ja, Entwicklungen wie Genmanipulation, wo man neue biologische Produkte schaffen kann. Aber wissen wir wirklich, was diese Produkte uns bieten können? Wir können, was ich hier genannt habe, Labo-Babys machen. Wir können ein Baby in einem Laboratorium schaffen. Ja? Aber bringt das uns wirklich etwas? Wir haben die Energieproduktion, die Kerntechnologie. Wir wissen schon, was das uns teilweise gebracht hat. Es hat uns teilweise Hiroshima gebracht und es hat uns Tschernobyl gebracht. Also man muss sich wirklich fragen, ist diese Mythe, der Fortschritt, ist das wirklich Fortschritt? Ist Fortschritt immer Verbesserung? Hat technologischer Fortschritt auch menschlicher Wert, spiritueller Wert? Dann gibt es wirtschaftlichen Fortschritt. Ja, es gibt das Glauben, dass Wirtschaft immer fortschreiten muss, dass die Wirtschaft immer besser werden muss. Es darf nicht stagnieren. Wir glauben, dass wir Recht haben auf Gehaltserhöhung jedes Jahr. Ja? Die Wirtschaft soll doch vorankommen, wir sollen doch vorankommen. Es ist nicht möglich, dass wir da bleiben, wo wir sind. Das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Aber welchen Preis müssen wir für wirtschaftliche Fortschritt bezahlen? Wird die Qualität unserer Existenz wirklich besser, wenn wir mehr Geld haben? Was bedeutet es für unsere Erde? Was bedeutet es für die Ökologie? Also solche Mythen soll man wirklich befragen, man soll sie nicht einfach unbefragt annehmen. Dann kommen wir zu der dritten Mythe, oder sind dann eigentlich eine Gruppe von Mythen, das ist die Gruppe von romantischen Mythen. Wurzel von dieser Gruppe ist die Mythe der romantischen Liebe. Ja? Das ist das Glauben, dass es irgendwo auf der Welt einen Prinz oder Prinzessin gibt, die gerade für uns da ist. Ja.
Die Mythe, dass es eine Person gibt, die für uns geschaffen ist und alles uns bieten kann, was wir uns irgendwann wünschen können. Das ist die Sissy-Mythe. Ja? Ich glaube, viele kennen wahrscheinlich die Sissy-Filme. Ja? Die ideale romantische Frau. Ja? Wir lachen jetzt darum, aber ich glaube, diese Mythe ist eigentlich ist noch immer da. Vielleicht ist es nicht mehr Sissy, aber die romantische, diese Prinz oder Prinzessin haben vielleicht andere Formen angenommen. Sie können sich selbst überlegen, wie ihre Prinz oder Prinzessin im Augenblick aussieht. Nur ist es so, dass wir vielleicht nicht mehr so über die romantische Liebe sprechen. Aber es hat sich ein bisschen gewandelt. Jetzt sprechen wir über die perfekte Beziehung. Die Mythe der perfekten Beziehung. Basisgedanke in dieser Mythe ist, mein Partner soll die perfekte Ergänzung meiner eigenen Persönlichkeit sein. Er soll mich alles bieten, was ich selbst nicht habe. Und im Anfang jeder Beziehung erscheint es uns, dass wir die perfekte Person gefunden haben. Ja? Weil wenn wir verliebt sind, dann sehen wir nicht, wie die andere Person wirklich ist, aber die Qualitäten, die da vielleicht fehlen, die projizieren wir. Die projizieren wir auf diese andere Person. Und dann hat diese Person sie doch. Also dann ist diese Person für uns vollkommen. Aber nach einer Weile verschwindet die Projektion und fühlen wir uns in den anderen Personen enttäuscht. Ja. Und natürlich werfen wir das dann die andere Person vor. Es ist nicht unsere Fehler, es ist die Fehler von anderen Personen, dass sie oder er nicht diese Eigenschaften hat. Ja, auch wenn es uns mal gelingen würde, die perfekte Person zu finden, dann würde dieser Zustand nicht lange dauern. Ja. Weil wir ändern uns und die perfekte Person ändert sich auch. Also irgendwo finden wir uns doch wieder in einer Lage, dass unsere Beziehung nicht perfekt ist. Die perfekte Beziehung existiert einfach nicht. Und Beziehungen können nicht perfekt sein, weil wir selbst nicht perfekt sind. Wenn wir selbst perfekt sein würden, würden wir keine Beziehung brauchen, um glücklich zu werden. Also die ganze Mythe der perfekten Beziehung ist Ursache von sehr viel Enttäuschung und auch von Oberflächlichkeit in Beziehungen. Weil sobald wir glauben, ja, unsere Beziehung ist nicht mehr perfekt, dann fangen wir vielleicht schon an, uns irgendwo anders rumzugucken. Also dadurch bleiben Beziehungen auch sehr oberflächlich. Dann gibt es noch, auch in diesem Bereich, die Mythe des perfekten Sexlebens. Ja, also Mythe, die vor allem seit der sexuellen Revolution der 60er Jahre entstanden ist. Sex ist unglaublich wichtig geworden. Ja, es ist sehr stark zentral in unsere Aufmerksamkeit gekommen. Man kann nirgendwo mehr hinkommen oder es gibt sexuelle Impulse. Man kann kein Buch mehr lesen, man kann kein Zeitschrift mehr lesen oder etwas ist da drin, was mit Sex verbunden ist. Was dann noch dazu kommt, ist, dass solche Sachen wie Sexfilme und Sexliteratur einen Eindruck vermitteln, dass im Bereich von Sex alles möglich ist und dass man auch alles machen können sollte. Ja? Und das macht, dass wir immer größere Erwartungen haben an unserem Sexleben und auch an die Person, mit der wir Sex haben. Und die Mythe des vollkommenen Sexlebens kann uns schon ganz unter Druck setzen. Die Wahrheit ist aber, dass die meisten von uns unvollkommene Körper haben und dass wir keine Super-Sex-Akrobaten sind. Ja? Wir sind weder Sylvester Stallone noch Claudia Schiffer. Und außerdem, man kann auch ohne Sex ganz glücklich sein. Also wir können ruhig entspannen uns und die Spitzenleistungen an die Profis überlassen. Dann gibt es die Mitte der glücklichen Ehe. Trotz Ehescheidungsstatistiken, trotz Alleinerzieherstatistiken, glauben wir noch immer, dass die Ehe der Zugang zu Himmel ist. Ja? Die Popularität der Heirat nimmt sogar wieder zu. Auch hier wird diese Mitte sehr stark genährt von der Gesellschaft. Ja. Zum Beispiel alle Werbung, die man sieht, geht zurück auf die Modellfamilie. Ja. Vater, Mutter, zwei Kinder, Sohn, Tochter, die sehen alle sehr glücklich aus, wenn sie das richtige Produkt haben. Also damit werden wir ständig genährt mit einem Modell von, wie wir leben sollen. Ja. Eigentlich
wenn man glücklich sein will, muss man doch eigentlich auch in so einer Familie leben. Die Wahrheit aber ist, dass die Mehrheit der Ehen früher oder später scheitert und wenn sie nicht zu einer Ehescheidung führen, dann doch von den Beteiligten jedenfalls als ein Gefängnis erfahren werden. Damit will ich nicht sagen, dass alle Ehen unglücklich sind. Ja, es gibt glückliche Ehen. Aber es ist nicht so, dass eine Ehe per Definition glücklich sein soll. Und das ist das Glauben, das ist die Mythe. Dann gibt es wieder in diesem Bereich die Mythe der perfekten Kinder. Ja. Viele Menschen glauben, dass die Kinder, die sie kriegen, das sind die perfekten Kinder. Ja. Ja, andere Leute haben natürlich schwierige Kinder, aber meine Kinder werden sehr tolle, liebe, süße Kinder sein. Stimmt manchmal und manchmal stimmt es nicht. Auch diese Mythe, dass Kinder uns notwendig glücklich machen, stimmt manchmal nicht. Und auch das Glauben, das unbewusste Glauben, dass Kinder uns unsterblich machen. Wir leben weiter durch unsere Kinder. Kinder sind unser eigenes Fleisch und Blut. Es stimmt einfach nicht. Kinder sind, was sie sind, Kinder. Die haben ihr eigenes Fleisch und Blut. Wenn ich ein Kind habe, hat er nicht mein Fleisch und Blut. Das sind Redewendungen, die wir benutzen, um diese Illusion zu unterstützen. Wieder, ich möchte nicht sagen, dass Kinder zu haben immer unglücklich macht. Oder auch mal, was ich nur sagen will, dass es nicht immer glücklich macht. Das ist das Einzige, was ich sagen will. Dass es nicht per Definition so ist, dass, wenn man Kinder hat, dass das uns glücklich macht. Dann viertens gibt es die Mythe der Gleichberechtigung. Alle Menschen haben gleiche Rechte. Das ist auch wieder eine typische Mythe von unserer Zeit. Aber wenn man sich das anguckt, dann merkt man, dass es in dieser Mythe zwei Annahmen gibt. Die erste Annahme ist, dass alle Menschen gleich sind. Und die zweite Annahme ist, dass Menschen Rechte haben. Erstmal das Erste. Alle Menschen sind gleich. Es stimmt nicht mit der Wirklichkeit. Alle Menschen sind nicht gleich. Menschen haben unterschiedliche Fähigkeiten. Und das ist nicht nur eine Sache von Ausbildung und Möglichkeiten, die sie als Kind bekommen haben, sondern auch eine Sache von Veranlagung und Talent. Menschen werden nicht unbelastet geboren. Ja, Menschen sind nicht wie Computerdisketten, die man kauft und die sind leer und man muss einfach etwas reintun und kommt eine Kassette daraus, die man benutzen kann. Menschen sind schon volle Kassetten, wenn sie geboren werden, sozusagen. Sie haben schon unzählbare Leben hinter sich. Sie haben schon einen bestimmten Grad von Entwicklung erreicht. Manche Menschen, wenn sie geboren sind, sind weiterentwickelt als andere, weil sie schon Leben vor sich haben, hinter sich haben. Sie haben schon eingebaute Tendenzen und Neigungen. Ja, das ist karmisch bedingt von dem, was sie in früheren Leben gemacht haben. Und dazu kommt noch dann, dass sie auch noch von ihren Eltern bestimmte Eigenschaften mitkriegen. Also, wenn ein Mensch geboren wird, ist er nicht einfach eine leere Diskette. Er ist schon etwas. Und deshalb sind Menschen nicht gleich. Zweiter Punkt, Menschen haben Rechte. Das rechte Modell, ja, wo man alles wahrnimmt im Sinn von Menschen haben Rechten, das ist ein sehr problematisches Modell. Man formuliert ein Recht, wenn man etwas nicht kriegt, was man haben will. Und deshalb ist es so, dass Recht auch Konflikt impliziert. Ja? Und Recht impliziert die Bereitschaft, mit Macht etwas abzuzwingen, was man nicht ohne Machtsausübung kriegen kann. Und das ist ganz typisch für unsere Gesellschaft. Sangharakshita, der Gründer von den Freunden des westlichen buddhistischen Ordens, hat auf eine Alternative für das rechte Modell hingewiesen, und das ist das Pflichtenmodell. Jeder Mensch hat die Verpflichtung, optimale Lebensbedingungen zu schaffen für jeden anderen Mensch. Wenn alle Menschen diese Pflicht erfüllen, dann braucht man keine Rechte. Natürlich ist das ein Idealzustand, der nur selten erfüllt sein wird. Aber das bedeutet nicht, dass man automatisch zurückfallen muss auf das rechte Modell und deshalb auf Machtsausübung, wenn man nicht kriegt, was man haben will. Jedenfalls vom spirituellen Standpunkt her ist es heilsamer, auf Rechte zu verzichten, als auf Machtsausübung zurückzugreifen.
Ja, was sagt jetzt der Buddhismus zu all diesen Mythen, all diesen Illusionen? Der Buddhismus sagt dazu, dass es gerade die Natur des Menschen ist, nicht die Wirklichkeit selbst wahrzunehmen, sondern nur Vorstellungen über die Wirklichkeit zu haben. Unsere ganze Welt besteht nur aus Vorstellungen, die nicht der Wirklichkeit entsprechen. Der Mensch ernährt sich mit Illusionen und falschen Vorstellungen und als Ergebnis davon erleidet er Enttäuschung und Frustration. Und das ist, was im Buddhismus Dukkha genannt wird. Ja, Dukkha wird manchmal übersetzt mit Leiden, manchmal mit Frustration oder Enttäuschung oder das Unbefriedigende des Lebens. Ja, die Tatsache, dass die Wirklichkeit niemals unsere Vorstellung davon entspricht und dass das uns Leiden verursacht. Man kann unsere Illusionen noch mal ein bisschen so weiter beschreiben. Was passiert, wenn wir Vorstellungen haben, die nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen, ist, dass wir uns mit diesen Vorstellungen identifizieren und dass wir emotional sehr von diesen Vorstellungen abhängig werden. Wenn wir die Vorstellung von der perfekten Beziehung haben, dann sagen wir, ich kann nicht ohne meinen Partner leben, ja, weil wir diese Vorstellung haben. Die Tatsache ist, wenn die Partner gehen würde, dann könnten wir noch immer weiterleben. Das Zweite, was man über solche Vorstellungen sagen kann, ist, dass wir alle Fakten ausblenden, die unsere Vorstellungen nicht entsprechen. Also wenn wir etwas erleben, wenn wir eine Erfahrung haben, die nicht mit unserer Vorstellung übereinstimmen, dann werden wir diese Erfahrung verneinen. Ja? Wir sagen zum Beispiel, es ist mir egal, ob es die Wirtschaft schlecht geht, ich habe Recht auf Gehaltserhöhung. Also ich verneine einfach die Sache, dass diese Gehaltserhöhung vielleicht nicht möglich ist. Weil ich habe die Vorstellung, dass das doch möglich sein soll. Wenn es unmöglich ist, die Fakten, die nicht mit unseren Vorstellungen übereinstimmen, auszublenden, dann nennen wir solche Fakten Pech, ja? Oder etwas Tragisches. Wenn wir einen Zug verpassen oder krank werden, dann haben wir Pech. Warum muss mir das jetzt passieren? Das Einzige, was passiert ist, dass man den Zug verpasst hat oder dass man krank geworden ist. Oder wenn eine geliebte Person stirbt, dann ist das ein tragisches Ereignis. Wir lesen in der Zeitung, vollkommen unerwartet ist unsere 90-jährige Oma gestorben. Wenn sie 90 Jahre alt war, dann ist das nicht vollkommen unerwartet. Aber wir haben das tatsächlich die Möglichkeit ausgeblendet, dass Menschen sterben. Die Illusion ist die meist charakteristische Eigenschaft des unerleuchteten Bewusstseins. Traditionell wird die Geistesverfassung, womit wir diese Illusionen festhalten, wird Avidya genannt oder Verblendung, ja, Unwissenheit, Verblendung. Und diese Avidya ist viel mehr als Nichtwissen. Es ist gewollt nicht wissen, es ist nicht wissen wollen. Und das ist, was unerleuchtet sein ausmacht. Nicht, dass wir nicht wissen, aber dass wir nicht wissen wollen. Und das hat sehr wichtige Folgen, weil Illusionen sind nicht passiv. Die haben eine aktive Rolle in das, was wir tun. Unsere Illusionen motivieren uns zu Handlungen. Ja? Handlungen, die bestimmen, wie wir sind und was wir sind. Wir organisieren unser Leben um unsere Illusionen herum und erwarten, dass unsere Illusionen eine sichere Basis für unser Glück sind. Im Buddhismus wird diese Einstellung auf unser Leben um Illusionen herum zu organisieren, wird beschrieben als Zuflucht nehmen zu unseren Illusionen. Wir nehmen Zuflucht zu unserer perfekten Beziehung, zu unserem Job, zu unserem Haus mit Bankdarlehen, zu unserer Gesundheit, alle Sachen, wovon wir erwarten, dass sie uns Sicherheit geben. Aber letztendlich stimmt das nicht. Da gibt es keine Sicherheiten. Es sind falsche Zufluchten. Es sind Zufluchten, die zu Enttäuschung und Leiden führen, weil sie auf Illusionen beruhen. Der Buddha empfiehlt uns, Zuflucht zu nehmen zu der Wahrheit. Er sagt, nur die Wahrheit bringt Sicherheit. Das ist wahre Zufluchtnahme. Zufluchtnahme zu Wahrheit und Wirklichkeit. Wahre Zufluchtnahme umfasst drei Objekte. Das sind die drei Kleinoden, die drei wichtigsten, kostbarsten Sachen, die es gibt.
Das sind der Buddha, der Dharma und der Sangha. Zufluchtnahme zum Buddha bedeutet, dass wir den Buddha sehen als die Verkörperung der Wahrheit. Ja? Die Verkörperung der Wahrheit in einem erleuchteten Menschen. Zuflucht zum Dharma bedeutet hier, Dharma ist die Wahrheit selber. Ja? Wir nehmen Zuflucht zur Wahrheit und die Wahrheit, so wie sie durch den Buddha zum Ausdruck gebracht ist. Und Zuflucht zum Sangha bedeutet, die Sangha ist die spirituelle Gemeinschaft, die Wahrheit anstrebt. Gemeinschaft von Menschen, die Wahrheit versuchen zu finden. Also man kann Buddhismus zusammenfassen als der Weg der wahren Zufluchtnahme. Man nimmt Zuflucht zu dem, was wahr ist. Die Mythen, die ich erwähnt habe, sind die Illusionen der Gesellschaft, ja, der großen Gruppe. Insoweit wir zu dieser Gruppe gehören wollen, werden wir diese Mythen unbefragt übernehmen. Aber wir haben eine Wahl. Jeder von uns kann versuchen, in dieser Gesellschaft einen Weg zu finden, der nicht von Illusionen geprägt ist, sondern der ein Weg der Authentizität und Wahrhaftigkeit ist. Sangharakshita, ich habe es schon erwähnt, der Gründer von der FABO, nennt diesen Weg den Weg der persönlichen Mythe. Ja. Und hier benutzt der Mythe mehr in ihre ursprüngliche Bedeutung, das heißt eine Geschichte, die auf höhere Wahrheiten hinweist. Die persönliche Mythe, in seiner Erklärung, ist unsere persönliche Geschichte, die sich in unserem Leben entfällt und uns zur Wahrheit führt. Es ist unsere persönliche Gestalt. Wir alle haben so eine Gestalt, so eine persönliche Mythe. Und es ist unsere Lebensaufgabe, die falschen Mythen der Gesellschaft abzulegen und unsere individuelle Gestalt zu finden. Und im Buddhismus ist die Methode dazu Zufluchtnahme zu den drei Kleinhorn, ja, die wahre Zufluchtnahme. Zufluchtnahme zu dem Buddha, die Verkörperung der Wahrheit, zu dem Dharma, der Wahrheit selbst, und zu dem Sangha, die Gemeinschaft derer, die diese Wahrheit suchen. Ja, zum Abschluss möchte ich sagen, möge es Ihnen alle gelingen, die falschen Mythen unserer Zeit aufzugeben und die eigene persönliche Mitte der Wahrheit zu finden.